Dann lass uns jetzt erstmal zu Professor Ente gehen und mal gucken, was der so alles zu erzählen hat in Sachen Baby Brokkoli. Ich muss auch unbedingt mal was snacken. Ach, Brokkoli, Alter. Ach, lecker. Oh, hier waren wir ewig nicht mehr. Ja, es ist tatsächlich schon mega lange her. Oh Gott! Was? Ich auch nicht! Oh Gott! Also, was sind hier für Baby Brokkolis? Oh Gott, Alter. Leute, hier sind noch mehr Hilfe! Was geht hier ab? Überall Baby-Brokkolis! Oh Gott, hinter mir sind so viele Leute! Warte, hier vorne ist aber frei! Oh Gott! Ich hab... Das also, sind, wie viel das sind Hunderte! Das sind mega viele! Lauf, 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 lauf! Ich hab auch... Alter! Oh Gott, ja, okay, das bringt mal so gar nichts. Los, los, durch hier, durch hier, durch hier, durch hier! Ja! Oh, Alter! Oh. Die sind so blöd! Wo kommen die alle her? Ich hab das Brokkoli Gefühl, ist dumm. Wir haben vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Aber was hab ich denn falsch gemacht? Wir haben Baby Brokkoli in die Stadt gelassen. Aber das sind doch nur Babys. Ja, und dann hat deine Frau... ohne Mist, deine nächste Frau raggig. Wieso denn? Ja, bestimmt sind die wütend geworden, weil deine Frau die umgebracht hat. Ja, aber das hat sie... Hat sie nicht mit Absicht? Natürlich hat sie das mit Absicht gemacht. Du hast kein Argument, das haben wir beim letzten Mal schon geklärt. Leute, hat jemand was zu essen für mich? Ich bin hier. Ich hab immer Karotten dabei. Warte mal, ich muss mal unbedingt hier meinen blöden... Oh, deshalb habe ich auch so viel Schaden bekommen. Ich habe eine Unterhose für dich. Ja, da hast du auch noch deine Rüstung dabei. Oder möchtest du im Smoking gegen die Gegner kämpfen? Also ich muss sagen, so kämpft sich schon stylisch ab. Ach, das ist ja cool. Kannst du das mal zeigen? Dein Tattoo? Stimmt. Ach, das ist geheim, Leute. Das ist geheim? Das darf nicht auf YouTube landen. Welche Bedeutung hat das denn? Das ist blau, weil blau die Farbe ist, die auch der Himmel hat. Welche Bedeutung hat denn? Es ist blau. Hallo Stegi, ach komm, da kommt wieder Manuel. Ja, warte mal, wir können aber, wir sind hier doch schon mal durch diesen komischen Gang unten längs gegangen, vor wem sind wir damals geführt? Vor Bergi. Leute, jetzt hört auf, den armen Manuel zu belästigen, den armen kleinen dummen Klon. Warum schlägst du mich? Miese Schwein. Alter. Kommt mit, Freunde. Das ist ja easy. Ich hab gedacht, easy wäre auch Mission. Nee, das hier ist noch die Halle der YouTuber von damals. Hilfe. Lauf. Das war das... Wow. das Grundgerüst... Oh, warte. Oh, Daniel folgt mir. Nein. Daniel folgt mir. Maudado. Nein. Maudado. Guck mal nach oben. Maudado, schaffst du das? Habt ihr einen Wassereimer für mich? Oh Gott, Maudado. Ich hab noch eine Megakarotte. Ja, dann isst die Megakarotte. Maudado! Lebst du? Ich hab sie! Ich hab's geschafft! Ich lebe! Eins auf! Baut jemand nach oben! Hat jemand Blöcke? Hast du Blöcke! Okay. Ich hab aber nur Holzblöcke! Warte! Beeil dich! Ja, ich seh's! Alter, die Karotte! Da oben! Die Karotte hat mir mein Leben gerettet! Alter! Manuel, dein Klon ist ein richtiger Stalker! Kann mir mal meine runterschießen? Aber der hat zu wenig Leben! Ja, einmal kann man nur ballern, oder? Nee, dann ist er tot! Ist das schlimm? Aber warum ist er so aggressiv? Boah! Wer war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Warte mal, ihr habt noch Waffen? Ja. Wie viel Munition habt ihr dafür? 5 Magazine. Zwei, ah, okay. Ich will nicht pessimistisch sein, aber ich habe das Gefühl, dass wir damit nicht weit kommen. Ach, warum? 2 Munitionspakete gegen 500 Brokkolis? Oh Mann, ey. Och, was ist das denn? Wir hatten gerade so ein schönes, so friedliche Folgen in letzter Zeit. Wir haben so ein schönes Gerichtsgebäude gebaut. Wir haben meine Frau in die Kohlemine geschickt. Deine scheiß Frau, Alter. Was soll das denn? Und, meine Damen und Herren, ich möchte schon etwas ankündigen, wovon Zombie zum Beispiel noch gar nichts weiß. Am Sonntag wird es um 19 Uhr bis circa 20 Uhr einen Minecraft Freedom Livestream geben. Schreibt euch das in den Kalender. Sonntag, also diesen Sonntag von 19 bis 20 Uhr Minecraft Freedom Livestream. So, das, ich weiß, glaube, der letzte Livestream ist schon so lange her. Ja, ist jetzt was schon weg. Denn? Ist okay, ist schon weg. Hab ich schon getötet. Was war denn da, Alter? Oh, Vorsicht! Zieh die AK! Soll ich? Ja, Baller weg! Der ist so klein, ich treffe ihn nicht. Da kommt schon wieder welche. Oh, hier sind mega viele. Okay, Leute, folgt mir. Komm, rein hier. Oh, rein. Hilfe! Oh nein, Manuel!
Oh Gott. Ja, yeah, genau, lauf hier rein. Warte, oh Gott, ich hab... Oh Gott. Lauf! Weiter, geht weg. Oh Gott. Sie alle weg. Rack sie weg. Oh Gott. Baller sie weg. Zombie. Ja, ich töte hier gerade. Oh Gott. Komm rein hier. Ach Gott. Alter Vater. Ja, was machen wir jetzt? Ja. Vor allem, deine Frau ist jetzt in den Kohleminen für einen und ich habe gerade irgendwie 30 getötet. Moment mal. Aber zu dem Zeitpunkt war das hier noch... Ja, okay, aber ich meine, Baby Brokkoli war ganz lieb. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich meine... Was ist das? Was? Ich hab den angemacht, glaube ich. Ach so. PC wäre kaputt. Ich dachte, hier explodiert gerade irgendwas. Was ist das für ein Sound? Er ist tot. Das war nur ein Herzschlagsensor, also. Er lebt wieder. Können wir den nicht mal ausmachen? Das piepst extrem in meinem Ohr. Zombie, da macht die Scheiße kaputt. Ja, was macht den Lärm? Okay, ja, ich hab Kanister, Alter, geil, die nehme ich mit zu Hause. Hey, du kannst doch nicht das Labor vom Profis enden. Nur mit Labor. Oh. Nein. Was, Zombie? Hä? Da drin ist Paluten. Aber wenn Paluten da drin ist, wer ist dann das? Es piepst immer noch bei mir. Ich hab den aber auch abgebaut. Oh, dieser Sound! Okay. Das ist wahrscheinlich so eine Soundschleife, deswegen. Der ist hier schon seit Monaten drin. Das ist halt das Subjektlabor von Professor Ente. Also von Evil Professor Ente. Weil hier sind auch noch so ekelhafte kleine Schweinchen. Ja, dann lass sie doch mal frei. Nein, die greifen doch an! Oh Gott. Was machst du denn da? Guck mal, guck dir das mal an. Hat der Schwein gerade die Kiste geöffnet? Das sah mega so aus. Leute, sperrt das mal irgendwo ein. Professor Ente? Bro! What's cracken? Hallo Paluten. Professor Ente, was ist hier passiert? Wonach sieht es denn wohl aus? Dein kleines Baby-Brokkoli hat sich extrem oft selbst vervielfältigt und mein Labor besetzt. Ja, wir müssen sie aufhalten. Was habt ihr denn alle für Waffen dabei? Ja, leider nur Diamantschwerter und zwei AKs mit wenig Munition. Dann haben wir ein richtig dickes Problem. Ihr bräuchtet schon etwas wie einen Flammenwerfer, um diese Horde effektiv bekämpfen zu können. Diese Dinger werden minütlich mehr. Professor Ende, wir brauchen einen Teleporter in unser Dorf, weil Into the Middle gab es vielleicht ein paar Probleme. In der Haupthalle sind wir nicht zum Teleporter gekommen. Okay, der in der Haupthalle ist komplett voller Baby-Brokkolis. Aber ihr könntet den Teleporter im Netherraum benutzen. Aber dazu müssten wir wieder durch die Haupthalle. Nicht unbedingt. Was? Kurz vor diesem Labor ist ein Kontrollraum. Dort gibt es einen kleinen Gang, der zum Netherraum führt. Aber seid vorsichtig. Wissen Sie zufälligerweise, Professor Ente, was die Dinger jetzt von uns wollen? Wollen die tatsächlich Rache wegen diesem einen kleinen Baby-Brokkoli? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie haben auch nicht mehr mit mir geredet, sondern mich kurz vor der Untersuchung in diese Zelle geprügelt. Alter, ganz ehrlich, ich war ja mal ein Fan von Baby Brokkoli. Ich weiß nicht, vielleicht der erste Baby Brokkoli wurde... Ja, das war der erste, der von Kate weggerappt wurde. Nicht Edgar? Ja, guck mal rein. Der ist nicht Edgar. Nein. Ist hier nicht auch noch... Nein. Ihr kleinen... Alter. Nicht anklicken. Nein, ich bitte euch. Ich laufe dann auch sofort weg. Okay, warte mal. Kontrollraum vor dem ganzen Stissel hier. Ist hier noch irgendjemand drin? Pidissel, irgendwann komme ich und dann rette ich dich. Hilfe. Was denn? Hilfe, ich bin ein Subjekt. Komm noch raus, Pidissel. Mann, das Zelle, bin ich nicht. Bin in Zelle 2, glaube ich. Und danke, Maudato. Nein, ich bin nicht rausgekommen. Oh nein, ich schaffe es nicht nach vorne zu laufen. Den sollten wir aber auch drin lassen. Oder? Ja, also, ja, komm schon, ganz ehrlich. Warte mal, Kontrollraum? Ah. Ich understand, was hier läuft. Ja, hätte ich auch nach der Zeit mal gebaut, wenn jedes Mal hier irgendwie jeden dritten Tag eine Katastrophe ausbricht. Ja, auf jeden Fall. Oh, da ist noch ein kleiner Babybrokkoli. Da sind ganz viele noch. Warte, der ist freundlich. Nein, der ist nicht freundlich, der will mich verprügeln. Nein, massier dich. Lass mich in Ruhe, Babybrokkoli. Warte, hier ist der Gang. Habt ihr ihn einfach? Ja. Einfach reingeballert. Einfach reingeballert. Hier ist der Teleporter, Party Peoples. Und da vorne sind auch ein paar Baby Brokkolis. Warte mal. Oh Gott, Leute, verschwendet nicht die Munition. Die brennen. Das ist der echte. Oh Gott, der Arme. Oh. Er brennt immer mal. Oh Gott.
Okay, warte mal. Wir müssen unbedingt zum ME-System, um uns da irgendwie... Weil da sind noch dicke Waffen drin. Wir müssen einfach nur hin. Bibi Brokkoli? Oh. Ist aber nicht feindlich. Hallo, Freund? Bibi Brokkoli, was ist hier los? Dein Volk hat meinen Bruder Baby Brokkoli abgeschlachtet. Als Strafe wurde sie nicht mal hingerichtet. Hier, wir sind halt keine Barbaren mehr. Wir haben zum ersten, wir haben Geschichte geschrieben in Minecraft Freedom, in dem jemand nicht direkt hingerichtet wurde, sondern die Strafe der Kohleminen bekommen hat. Ganz ehrlich. Tod muss durch Tod bestraft werden. Jetzt halt mal die, ganz ehrlich, Baby Brokkoli. Wer bist du eigentlich, der uns hier irgendwelche Vorschriften machen soll? Halt mal die Füße still, du kleines Stück Brokkoli. Okay. Willst du mir etwa drohen? Ja, ganz ehrlich, zieh deine Gemüsearmee zurück oder der Freedom Squad wird euch einfach alle frickin' vernichten. Ich sag's euch. Ha, wie süß. Wir sind euch jetzt schon zahlenmäßig haushoch überlegen. Bro. Na und? Wir sind der frickin' Freedom Squad. Wir haben schon ganz andere Aufgaben gemeistert. Und wenn ihr kleinen Gemüsesticks jetzt in unser Dorf kommt und hier einen auf dicke Hose macht, dann kommt aber der Freedom Squad und zeigt mal Muzzle Pose und dann wird hier ordentlich aufgeräumt. Ihr habt deinen Papa getötet. Oh. 1-0 für Zombie. Na dann, viel Spaß beim Sterben. Danke, Baby Brokkoli. Ja, guck mich nicht so blöd an. Ah! Hilfe, Leute, rettet oh Gott, mich! Oh Gott! Rettet mich! Okay. Nein! Niemand tut Zombie weh! Wir haben ihn nur K.O. geschlagen. Okay, ja, ihm geht's okay. Gut. Ja, der ist fit. Okidoki, Party Squad. Dann lasst uns zum ME-System. Und dann wird aber sowas von flambiert. Okay. Ja. Mit Atombomben. Oh, okay. Wir müssen, warte mal, ich lenk die alle ab. Oh, ich lenk. Oh Gott, Alter. Sind jetzt hier auch überall. What? Hier sind überall Leute, warte, aber ich komm ans ME-System. Nein, die haben's ausgestöpselt. Oh Gott. Was? Woher wissen die das denn? Wachen! Oh Gott. Oh Gott, ich bin hier richtig eingekehrt. Ich hab noch 4,5 HP. Oh Gott. 3, ich muss hier raus. Leute. Ich helf dir. Oh, ich bin hier nochmal runtergefallen. So viel zur Hilfe. Nein. Ich hab anderthalb Herzen. Ich hab noch ein Herz. Helf mir. Oh, lauf. Ich schub sie runter. Ich komm hier aber nirgendwo runter. Oh Gott, ja warte, ich schub sie weiter runter. Ja, warte. Oh Gott. Hier kam auch... Oh Gott. Manuel, tötet sie. Oh. Leute, wir müssen hier erstmal raus. Weil es bringt nichts hier mit den ganzen Dingern. Oh Gott, ich muss reggen. Genau, halt sie ab. Oh, ich weiß. Hier vorne sind auch noch ein paar Wachen. Oh. Okay, ich hab 2 HP. Oh. Ab zu dem. Warte mal, wir müssen zu unserem anderen Dorf. Das ist die Lösung, weil da sind doch noch unsere ganzen anderen Armeen. Junge, wenn wir unsere ganzen Armeen einfach sammeln und dann hier das Dorf frisch machen, Junge, dann können tausende von Baby Brokkolis hier stehen. Und dann wird aber sowas von aufgeräumt. So, meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Freedom. Wir werden in unser anderes Dorf schippern, dann schnappen wir uns unsere Armeen und dann wird aber mal die Baby-Brokkoli-Armee, der wird mal sowas von, auf gut Deutsch gesagt, in den Arsch getreten. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine... Oh Gott, ich bin gekannt. Ja, ich hab's gesehen. Oh, und ja, komm, wir teilen uns das Boot hier. Okay, komm, danke. Ja. Danke, Manuel. Und zack. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Morgen um 14 Uhr geht es weiter. Schaut bei Zombie Maudado und German Let's Play vorbei. Und vergesst nicht, am Sonntag um 19 Uhr ist ein nicer Minecraft Freedom Livestream. Leute, habt alle noch einen schönen, traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.